Ja, ich will wieder die belohnen, die schon da sind. With the last sand story. Muss ich aber auf Englisch erzählen. Also in der Meditation geht es ja immer um Attachment und Detachment. Also Attachment ist die Anhaftung, dass man dann irgendetwas, was man jetzt glaubt zu wissen, eine Idee, die man hat, packt und sich damit identifiziert. Und das ist es jetzt. Und also so die vielen kleinen goldenen Kälber. Und die Aufgabe ist ja einerseits, sich das nicht zu verbieten, auf der anderen Seite aber zu sehen, das ist nur ein vorläufiger Repräsentant von etwas, was wir suchen, aber noch nicht gefunden haben. Und deswegen muss ich immer wieder dieses Detachment leisten, um auf dem Weg zur Erleuchtung zu bleiben. Also für die, die sich in dem Bereich nicht so auskennen, vorher als Erläuterung. Meister und Schüler sind wieder beieinander. Wir könnten übrigens das, ihr kriegt jetzt erstmal eine Tonversion und die Charts als Sofortversorgung, kriegt dann einen Link und wenn es dann bearbeitet ist in dieser Click-to-Enter-Version, dann kriegt ihr das dann auch mitgeteilt, sodass ihr diese zwei Tage zum selbstverstärkt nutzen oder weitergeben gut habt. Und da wollte ich jetzt gerade sagen, aber da könnten wir ruhig auch den Zen-Comic mit dazu tun, weil da gibt es auch noch andere nette Geschichten. Also auf jeden Fall der Schüler, der wieder sehr, sehr eifrig ist, weil natürlich Enlightenment eine scharfe Sache ist, will er haben. Und er hat gehört, Detachment muss er lernen, irgendwie loslassen, nicht es packen wollen. Und Meister ist in der Küche und spielt gerade Geschirr. Und dann kommt er rein und sagt, oh Master, I finally got detachment. I can tell you, this is such a wonderful experience. Really, to understand what detachment is and to let go, it is so wonderful, so wonderful. Und der Meister einen Kochlöffel und haut ihm auf den Kopf. Oh Master, what are you doing? I detach you from detachment. Es ist ja in vielen Traditionen ist es so, dass leichte Schläge mit einem Hilfsmittel die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, nicht zu erstarren in Wirklichkeitsvorstellungen, durchaus befördern soll. Ja, also wenn, noch was soll ich sagen? Ah ja, ich wurde gerade gefragt, ja, wenn ich so mich mit meinen inneren Bildern und diesen Sachen beschäftigen will, wo könnte ich da was machen? Also wir haben wenig Einzelangebote am Institut. Ich weiß nicht, macht der Wolfram einen Kurs mit Geniusarbeit? Da gibt es ein Einzelseminar. Ah, okay. Aber wenn ihr im Selbststudium was machen wollt, es gibt auf der Website jede Menge geleitete Fantasien von mir zu solchen Themen, die ihr einfach für euch nutzen könnt. Und für die, die Schlafstörungen haben, gibt es sie auch ohne Aufwachphase. Als Einleitung in eine traummäßige Nachbearbeitung. Das war jetzt doppeldeutig. Also Dutzend davon gibt es die heute noch? Hätte es alles umgemodelt ist, weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht mehr so ganz aus. Die gibt es noch alle. Also es gibt eine große Sammlung von mir angeleiteten Fantasien zu vielen dieser Themen aus den letzten 20 Jahren. Und ich habe das immer gern gemacht, kann man sich schön hinlegen, schlimmsten Fall wird ein Mittagsschläfchen draus, ist ja auch nicht verkehrt. Und das leitet dann da ein. Also Moment, noch was wollte ich sagen? Okay, das habe ich gesagt zu dieser Arbeitsweise mit den inneren Bildern, diese ganze Interviewtechnik und das alles, das habe ich jetzt hier nicht vorgeführt, in der man, ich habe es angedeutet in der geleiteten Fantasie, in der man sozusagen im eigenen Bilderreservoir im Hintergrund bei sich selbst entdecken kann, welche Bilder für sinnhafte und die Seele berührende Erfahrungen stehen. Und wie man diese Bilder, die einem dann kommen, wie man über das ganze Spektrum der Lebenserfahrungen, der Vorbilder mit einer relativ
straffen Weise trotzdem fokusspezifisch die zusammensammeln kann und wie man damit arbeiten kann. Das gibt es alles auf der Website. Da gibt es auch Aufsätze, Videos, Audiobeispiele, alles. Und einen Leitfaden, wie man sowas macht. Da könnt ihr euch einfach bedienen. Und wenn ihr was nicht findet, dann meldet euch einfach direkt. Das und das ist mein Thema, suche ich, habt ihr nicht was, dann können wir euch auch ein bisschen helfen, euch da zurechtzufinden und was Spezifisches zu nennen. Ich würde jetzt ganz gerne, bin ja sehr so dankbar euch, mit welchem Durchhaltevermögen ihr mit mir geht. Also ich kann mich nicht beschweren als Moses, ne? Alle sind noch dabei. Manche gucken gelegentlich etwas müde, weil es doch ein langer, beschwerlicher Weg ist, aber sie wissen, die Richtung stimmt und manchmal muss man auch ein bisschen durchhalten. Und insofern ich habe sehr die Hoffnung, dass vielleicht jetzt nicht gleich, aber wenn ihr da unterwegs bleibt, das gelobte Land könnt ihr nicht verfehlen. Auch wenn ich da nicht mehr bei euch bin. Und deswegen würde ich ganz gern, weil wir noch Stoff haben, die nächste etwa anderthalb Stunden nochmal das fertig machen. Mal gucken, ich versuche es möglichst nicht so ausführlich zu machen, weil es eben Themen gibt, die ich auch euch einfach gerne, wenn es uns noch einen Geschmack auf die Zunge geben würde, zum Beispiel Dilemma, Verzweiflung als professionelle Kompetenz, ist ja auch so eine provozierende Überschrift von mir, und euch erklären, was das auf sich hat und solche Dinge. Und dann, wenn ich relativ straff dabei bleibe, hätten wir noch Zeit für einen geleiteten Fantasieaufräumer. Und um halb will ich fertig sein, damit wir noch mal Gelegenheit haben, für eine maximal Viertelstunde noch eine kleine Schlussbetrachtung zusammen zu machen, und um Viertel vor vier gehe ich von der Bühne, weil dann die Evaluation, die in diesem Rahmen üblich ist, gemacht wird. Das ist der Zeitplan. Ist das okay? Blasen an den Füßen oder quält ihr euch trotzdem vorwärts an den Ganglen da oben? Gibt es ein paar Bundesstellen schon? Okay. Bewundere deine Kondition. Das hat ich vorhin schon gesagt. Also ich finde das Wahnsinn. Von wirklich das ganze Referieren und so. Ja, also jetzt habe ich ja gerade ein kleines Nickerchen gemacht. Ich kann das schon ganz gut, bin als Moses natürlich geübt. Und außerdem treibt es mich an, ich will ja was hinterlassen. Ich will schon sozusagen einen wohlgeformten Stein hinterlassen für die Kirche, an der wir alle bauen. So, das sind ja jetzt Themen zu nehmen, die nicht mehr im direkten Zusammenhang mit der ursprünglichen TA stehen, die für mich aber immer einen kulturellen Entwicklungszusammenhang haben. Und da will ich jetzt noch einfach über ein paar Themen, speziell aus dem organisationsentwicklerischen Bereich auch, sprechen, mit denen viele von euch als Betroffene oder als Professionelle auch tätig sind, zum Beispiel das Thema Führung. Da gibt es ja auch immer wieder die abstrusesten Modeerscheinungen, mit dem Thema umzugehen. Zurzeit wird mal wieder propagiert, dass man Führung gar nicht brauchte und alles in lateralen Beziehungen geregelt werden sollte. Halte ich für Blödsinn. Hierarchische Steuerung ist das älteste Prinzip der Evolution. Das wird auch die nächsten 2000 Jahre noch halten. Natürlich gibt es von allem Blödsinnsversionen, für die will ich nicht eintreten. Dumme, gewalttätige, unsensible Führung und Hierarchie soll damit natürlich nicht gerechtfertigt werden. Aber hierarchische Steuerung, die sich in Organisationen oft eben in hoheitsmachtlicher Führungsstruktur zum Ausdruck bringt, hat eine ganz wichtige Funktion der Rahmensetzung und Rahmenbewahrung. Und es muss überall ein angemessenes Gleichgewicht gefunden werden in verbindlicher Rahmung, die natürlich intelligent sein sollte möglichst, und auch nicht unveränderbar, die muss sich auch mitbewegen, aber sie muss für eine gewisse Zeit müssen Rahmen gelten.
Und die dürfen auch nicht zu leicht verändert werden. Grundgesetz tut man auch nicht jedes Jahr ändern. Und trotzdem vielleicht nach 50 oder 100 oder 200 Jahren ist es notwendig, es anzupassen. Also die verschiedenen Wirklichkeiten und Steuerungsebenen haben unterschiedliche Volatilität und sollen die auch haben. Und meine Kollegin Dagmar Wössel zum Beispiel sagt, viele Unternehmen machen einen dramatischen Fehler, dass sie dauernd umstrukturieren. Und die ganzen Kräfte werden gebunden im Umstrukturieren. Also in der Theatermetapher ist wie, ständig wird das Theater und das Ensemble umgebaut. Die kommen überhaupt nie dazu, irgendwas aufzuführen. Und wenn sie denken, oh, veränderungsträchtige Zeit, wir müssen flexibel sein, verändern sie auf den falschen Ebenen. Also sie müssen, es ist wichtig, beständige, allen bekannten, geläufige Kulturelemente aufzubauen und langfristig zu erhalten, damit alle Leute das Spiel können und frei sind, die Inhalte, um die es geht, dann zu bearbeiten und nicht dauernd damit beschäftigt sind, die Logik, über die überhaupt irgendwas aufgeführt werden könnte, zu verändern und am Ende gar nicht zu den Inhalten kommen. Also da haben wir oft ein erstaunliches Nebeneinander von relativ blindwütiger Innovationswut und einem relativ primitiven Konservatismus auf der anderen Seite, weil die Kräfte an der falschen Stelle verzehrt werden. Und da möchte ich auch helfen, dass das alles ein bisschen intelligenter vor sich geht. Also Führung ist wichtig. Führung kann unterschiedlich legitimiert werden und unterschiedliche Ebenen bedienen, haben wir vorher ja schon gehabt. Jetzt ist es so, dass wir, weil wir so individualistisch orientiert sind, Führung hauptsächlich als persönliche Kompetenz abhandeln. Ja. Und dem setze ich didaktisch, etwas ideologisch entgegen, die kleinste Einheit der Führung ist die Führungsbeziehung. Ja. Führung heißt durch Kommunikation, das sind wir jetzt wieder auch bei der TA-Definition, andere bewegen, sinnvoll bei Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Das ist die Funktion von Führung. Und richtige Führung gibt es nicht. Da erleben wir ja auch allerlei Empfehlungen und Rezepte, wie das zu sein hat. Sondern es gibt nur erfolgreiche Führung. Also jede Beziehungsgestaltung, über die das möglich ist, dass man sich wechselseitig einlädt, sinnvoll bei Kommunikation, bei Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken, sind sinnvolle Führungsbeziehungen. Und das kann kulturell, von persönlichen Vorlieben, von der Art des Business und von den Ämtern her sehr verschieden sein. Es ist auch wichtig, dass man nicht mal innerhalb von einem Konzern alles mit einer gleichen Führungsideologie durchzieht. Es kann sein, dass im Finanzbereich andere Mentalitäten herrschen. Die Menschen kommen aus anderen Berufssozialisationen, haben vielleicht auch andere Bezüge, was sie außerhalb ihrer Arbeit machen würden, was für sie kulturell interessant ist oder nicht. Es darf man die nicht alle über einen Führungsideologiekamm scheren, der vielleicht in der Personalentwicklungsabteilung hochattraktiv ist. Das heißt, gute Führungskultur entwickeln heißt auch eine den jeweiligen Beziehungssystemen gemäße Führungskultur und Beziehungskultur zu entwickeln und trotzdem das aneinander anschließbar zu machen. Aber nicht, indem man es uniformiert, sondern indem man an den Schnittstellen kreative Verbindungen herstellt. Und dazu braucht es wieder Kultur- und Stilbegegnungskompetenz. Ich wiederhole mich jetzt, wir haben jetzt ganz viele Einzelelemente, die immer wieder natürlich wichtig sind für die großen Pakete. Und in der Art der Führung, der Gestaltung solcher Führungsbeziehungen zeigt sich die Kultur, sowohl die Persönlichkeitskultur dessen, der Rolleninhaber darin, aber es zeigt sich auch die Kultur der Organisation, innerhalb deren das stattfindet. Und deswegen muss man sich gucken, was begegnet sich da. Wenn da ein McKinsey-Berater reinkommt und eine Caritas-Geschäftsführerin aufeinandertreffen, dann und die treten in eine Führungsbeziehung, weil sie zusammen ein großes Projekt leiten wollen, dann ist es natürlich in hohem Maße ein Kulturbegegnungsphänomen, auch zwischen den verschiedenen Mentalitäten. Und man muss die Hintergründe mitstudieren, um zusammen ein schlagkräftiges Führungsduo aufbauen zu können und dann
anschlussfähig an die Menschen innerhalb von der Caritas, die individuell verschieden sind, aber auch in einer anderen Kultur sozialisiert sind, und andererseits an die Kollegen von McKinsey, die da in dem Projekt vielleicht mitwirken. Das sind komplexe Kultursteuerungsprogramme. Und Führung prägt Kultur. Die Art und Weise, wie ich kann nicht schlecht führen und erwarten, dass es eine gute Unternehmenskultur gibt. Was ich übrigens auch nochmal sagen will, viele Menschen denken, lass uns erstmal quick and dirty anfangen und wir ziehen die Kultur danach ein. Das funktioniert nicht. Weil während den Anfängen etwas, was in der Kulturentstehungsphase einreißt, das kriegt ihr nachher nicht mehr raus. Das heißt, ihr müsst in der Kultur entwickeln, die ihr nachher als Kultur haben wollt. Es gibt keinen anderen Weg. Jetzt bin ich schon ein bisschen rübergerutscht in das Thema Kulturentwicklung. Jetzt wollte ich erstmal noch Führung machen. Führungsstile gibt es viele und sehr unterschiedliche. Mir ist als Beispiel sind zwei Choreografen in Deutschland eingefallen. Die eine ist leider schon tot, die Bina Pausch in Wuppertal, die als Choreografin offenbar eine hervorragende Leistung abgeliefert hat und deren Company auf sie schwört. Das ist eine offenbar sehr lebendige, kreative Gemeinschaft. Der Führungsstil von Bina Pausch, soweit ich es an Fernsehfilmen habe entnehmen können, ist aber sehr ungewöhnlich. Sie sitzt oft da, gibt ganz wenig Feedback, ist aber immer irgendwie bei den Leuten, mental, esoterisch, ich weiß nicht wie. Und sie fühlen sich, wenn man die Interviews hört, durch ihre Präsenz angeregt, ihren eigenen Weg zum Beitrag zu finden. Und sie schafft es auf diese Weise bei aller Individualität, dass alle sich nicht nur auf ihr bestes Niveau bewegen, sondern auch zu einer konzertierten Leistung. Also diese integrative Leistung. Sie scheint aber praktisch nichts vorzugeben, sondern nur einen atmosphärisch-kulturellen Boden durch ihre Präsenz zu bereiten. Ganz anders John Neumeier, der lebt Gott sei Dank noch, dessen Stücke ich auch besser kenne, der ausgezeichneter Choreograf ist. Aber der hat selber Vorstellungen, wie zu tanzen ist. Und der mit seinen Company-Mitgliedern geht er ganz nah Körper an Körper und macht seine Bewegung, damit der Körper des anderen versteht, was gemeint ist. Und der kann dann immer noch seinen eigenen Weg finden, aber John Neumeier hat klare Vorstellungen, dass es mit dem kompatibel sein muss, was er hat ahnen können, wie das rauskommen soll. Also wenn man so will, sehr viel engere Anleitung, sehr viel besser ausgearbeitet die Vorabstellung, wie das laufen soll. Und auch da kommt Geniales raus. Man kann jetzt nicht sagen, der eine Führungsstil ist gut, der andere ist schlecht. Natürlich versammeln sich zu den verschiedenen Führungsstilen auch die Menschen, die zu dem jeweiligen System neigen und die Passung hoch ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der bei Bina Pausch sozialisiert ist, Probleme hätte, zum Beispiel in der Company von John Neumeier zu tanzen und umgekehrt. Also auch da gibt es immer auch ein Passungsproblem. Und man muss sich da auch nicht überstrapazieren. Aber es hätte auch keinen Sinn, wenn eine Bina Pausch versuchen würde zu führen, wie John Neumeier führt oder umgekehrt. Es muss passen, es entsteht da eine eigene Kultur. Und wenn dadurch die Wirklichkeit erzeugt wird, die damit gewünscht wird, ist es ja gut. Wenn ich Führungsschulung machen möchte, macht es eigentlich keinen Sinn, einzelne Menschen in ihrer persönlichen Kompetenz zu schulen. Eigentlich muss Führungsbeziehungsschulung gemacht werden. Das heißt, die in einer tatsächlichen Führungsbeziehung stehen miteinander, kommen gemeinsam zur Schulung. Denn ob die Führungsbeziehung gelingt oder nicht, hängt von der Kompetenz beider ab. Und sie können zusammen lernen, wie sie sich besser aufeinander abstimmen können in dieser Beziehung. Und die Supervision richtet sich dann nicht darauf, kann der führen oder nicht führen, sondern finden die beide einen Weg, ihre Führungsbeziehung so zu gestalten, dass Führung effektiv in dieser Beziehung stattfinden kann.
Und wenn man Unternehmen sich anguckt, ist Führung ja kein Phänomen nur von Zweierbeziehungen, sondern das sind ja ganze Führungsketten. Das heißt, eigentlich muss man in Führungsketten denken, wie die jeweilige kommunikative Beeinflussung über die ganze Kette läuft. Denn Führung heißt ja, da wird zum Beispiel am einen Ende der Kette was entschieden, was am anderen Ende der Kette verwirklicht werden muss. Das heißt, und jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Es hat also keinen Sinn, die Oberen mit Führungstraining zu überschütten und unten nichts zu tun. Weil dann ist da eine super Führungskultur nur am Ende, die wissen gar nichts davon. Also, und von daher muss man auch aus der Bequemlichkeit raus, nicht mit denen Schulung zu machen, die es am liebsten mögen, sondern mit denen Schulung zu machen, die es am meisten brauchen. Und dazu braucht man einen diagnostischen Blick darauf, welche Führungsketten ist es, wie laufen die Dinge durch die Führungsketten, beziehungsweise wie laufen sie zurück, dass die Führungsketten dabei lernen und intelligenter werden. Und diesen Blickwinkel will ich anbieten, wenn es darum geht, Führungskulturschulung zu machen. Stattdessen werden Millionen von Menschen aus ihrem Kontext genommen, mit anderen zusammengesteckt, die im völlig anderen Kontext sind und für viel Geld persönlich geschult, in der Annahme, wenn die dann gut geschult sind, dann werden die schon gute Führungsbeziehungen gestalten können. Das ist ein sehr enges Verständnis von Führungsschulung. Dann möchte ich noch mal zwei Dimensionen unterscheiden. Dafür habe ich Begriffe gewählt, die ich ganz wichtig finde, nämlich Designkompetenz und Beziehungskompetenz in Führungsbeziehungen. Die Designkompetenz, das nenne ich Management. Das ist aber eine Setzung von mir. Andere verstehen darunter was ganz anderes. Managementkompetenz ist die Fähigkeit, was in der Theatermetapher ist, ein Drehbuch zu schreiben. Also eine Idee, aus einer Idee, die man Plot nennt im Theater, einen Ablauf, auf welche Weise, über welche Story das erzählt werden soll, wie es aufgeführt werden soll und wie es inszeniert werden soll zu schreiben, das sogenannte Drehbuch. Und natürlich sollte ich, wenn ich für ein bestimmtes Theater ein Drehbuch schreibe, ein Verständnis davon haben, welche Ressourcen ich dort überhaupt habe, sodass es für die, die das nachher spielen müssen, auch leistbar ist, so wie manche Komponisten für ein bestimmtes Ensemble und bestimmte Sänger schreiben und das auf die zuschneiden. Und wenn die dann irgendwas komponieren, was die dort gar nicht mögen oder kennen, ist das nicht unbedingt eine gute Zusammenarbeit. Das heißt, ich brauche immer Leute, die Ideen haben und ein architektonisches Verständnis haben, wie aus Ideen Inszenierungen werden können, wie das gebaut werden muss, dass es funktioniert und am Ende Hand und Fuß hat. Das sind aber nicht immer die Leute, die andere besonders gut anleiten können oder besonders gut Beziehungen gestalten können. Also der Drehbuchautor ist nicht unbedingt ein guter Regisseur. Die andere Seite der Führungskompetenz ist, das nenne ich dann Führung, das ist eigentlich eine Beziehungskompetenz. Also mit anderen Begegnungen so zu gestalten, dass sie sich einfügen, ihre Kompetenzen einzubringen in eine Inszenierung, die sich dabei entfaltet und bei einem Regietheater das vorhandene Drehbuch auch auf die Bühne bringt nachher. In Führung übersetzt heißt es, wir haben sehr oft als oberste Führer entweder Leute, die große Designideen haben, aber unmöglich die Beziehung gestalten. Oder wir haben Leute, die können unheimlich gut Beziehungen gestalten, haben aber eigentlich keine Ideen. Gestehen sich das aber nicht ein. Das ist ein Tabu. Weil ich hochbezahlte Führungskraft bin, muss ich davon ausgehen, dass ich Ideen habe. Wenn sich die nicht einstellen oder die ich habe, nichts taugen, liegt es nicht an mir, sondern daran, dass irgendjemand mauert. Aber die Wahrheit ist, ganz wenige Leute haben wirklich gute Ideen. Und vor allen Dingen so gut ausgearbeitet, können sie so gut ausarbeiten, dass andere die Ideen adoptieren und damit was machen können.
Und diese beiden Talente, nachdem die meist nicht in einer Person auftauchen, ist gut zu gucken, habe ich in einer Abteilung, je nach Aufgabe dieser Abteilung, die in der richtigen Verhältnis zueinander an Bord. Und es kann durchaus, wenn es nur einen Abteilungsleiter gibt, der Designspezialist sein, aber wenn es darum geht, dass die Leute kapieren, was er will und wie es dann täglich zu machen ist, dann braucht der andere, die eigentlich die Führungskompetenz täglich leben und die Menschen einbeziehen, damit sie in dieser Inszenierung auch angemessen mitarbeiten. Oder wenn der Abteilungsleiter eher ein Beziehungsmensch ist, Ich-Du-Spezialist, prima, kann auch sein, aber dann darf er kein Kaffeekränzchen da veranstalten und meint, das Unternehmen kommt voran, wenn er mit allen wohl angefühlte Beziehungen hat. Sondern muss er überlegen, und wer hier hat die Kompetenz, auch entsprechende Entwürfe zu machen, dass wir dem Zweck der Unternehmung hier auch angemessen dienen. Sonst gucken die uns eine Weile zu, solange die genug Geld verdienen, vielleicht weil der Markt günstig ist oder woanders halt genug verdient wird. Und wenn die nächste Rationalisierungswelle kommt, sind wir weg vom Fenster, weil Kaffeekränzchen wollen die sich nicht länger leisten. Da gibt es ja auch genug, die sich besonders human fanden und dann relativ schnell draußen waren. Also, wichtige Dimension der Klärung, wie wird ein Unternehmen angemessen geführt, ist für die jeweiligen Vorhaben Design- und Drehbuchkompetenz vorhanden und das andere ist Beziehungskompetenz vorhanden, die Menschen, die das zusammen aufführen sollen, auch einzubinden. Und da ist immer so ein bisschen Gefahr, dass, wenn nachbesetzt wird, nicht die ergänzende Kompetenz, die man auch braucht, um eine integrative Leistung hinzubringen, geholt wird, sondern jemand, der mir ähnlich ist, mit dem ich gerne tolle Ideen entwickeln kann. Oder jemand, der mit mir gemeinsame Vorstellungen hat, wie man mit Leuten gut umgehen kann. Jetzt haben wir zwei, die mit Leuten gut umgehen können, aber immer noch keine richtige Idee, was die Abteilung eigentlich machen soll, um die Unternehmensentwicklung zu betreiben. Also da ist auch wichtig, wenn alle Funktionen auf Augenhöhe gewertschätzt werden, ist es auch kein Kampf um Prestige. Und da kann ich auch sagen, das eine liegt mir nicht so, da brauche ich euch dazu. Und ich muss Leute dazu holen und denen, wenn sie es gut machen, auch gewisse Privilegien geben, die in der Dimension besonders gut sind, auch wenn sie vielleicht keine formale Führungsrolle in dem Team haben. Die führen aber trotzdem per Schöpfermacht. Und ich unterstütze das mit meiner Hoheitsmacht, weil ich weiß, dass die Hoheitsmacht, das, was ich selbst bedienen kann, mehr auf dieser Beziehungsgestaltungsseite liegt. Dann habe ich so eine Unterscheidung, die auch oft nicht so gemacht wird. Da benutze ich auch die Theatermetapher. Ein Unternehmen braucht ja, wie soll man sagen, Kontinuität. Und es ist wichtig, dass die nicht dauernd alles umkrempeln. Weil Menschen sind Gewohnheitstiere und man muss viele Dinge wie gewohnt lassen, um den Rahmen zu haben für die wenigen Dinge, die neu zu gestalten sind. Und wenn ich da kein gutes ökonomisches Management auch des Verunsicherns und Sicherhaltens einbringe, dann überfordere ich die Systeme oder sie schlafen ein. Da sind sie also nur auf der Bewahrungsseite oder es polarisiert sich. Die einen sind nur auf Bewahrung und die anderen sind nur auf Fortschritt und sie blockieren sich gegenseitig. Und es braucht Menschen, die eine Neuinszenierung, wenn die mal steht, auch über lange Zeit immer wieder in ihrer guten Qualität in der täglichen Wiederaufführbarkeit halten. Dazu braucht es aber keine Neuinszenierungsgenies. Ja? Und das ist sonst ein Problem, wenn es da nur eine Führungsfunktion, ein Verständnis gibt, dann kann sein, dass derjenige, wenn das Ding steht, die neue Inszenierung, wird dem langweilig. Und er denkt sich wieder was Neues aus, weil für einen Kreativen muss es genügend kreativ sein, sonst erfüllt ihn der Job nichts. Kann aber sein, dass es das Unternehmen viel besser ist, nachdem die jetzt auf dem neuen Stand sind, wenn sie den mal 5 Jahre halten. Um diese Qualität zu erhalten, braucht es aber den nicht. Also es muss vielleicht ein Rollenwechsel stattfinden. Und einer, der Tagesregie kann, der kann sagen, das ist toll, ich mache das, ich bin ein guter Kulturverwalter, ich bin nicht unbedingt ein Kulturschöpfer. Und beide braucht man. Wenn beide gewertschätzt werden, müssen die nicht um Rang kämpfen, wenn es um die Frage geht, was brauchen wir im nächsten Schritt. Und wenn ihr die Unternehmensberater- und Entwicklerszene anguckt,
wenn ihr, selbst wenn die einen guten Job machen, erstmal auf ein neues Niveau zu kommen, und du lässt sie dann im Unternehmen drin, die geben keine Ruhe. Die kaum kommen die ersten Pflänzchen aus dem Boden, kommen die mit dem Pflug und pflügen schon mal alles wieder um. Weil was sie können, ist umpflügen. Das sind keine Bauern, die, wenn das Feld mal angelegt ist, die Geduld haben, das wirklich ausreifen zu lassen und dann auch die Ernte einzubringen. Das sind andere Typen. Und da braucht es kluge Führung, wer wann gebraucht wird und auch dann in Wert gesetzt wird, aber bitte auch von der Bühne geht, wenn er seinen Job erledigt hat und nicht durch Overdoing die ganze Sache wieder kaputt macht. Eine andere? Ja? Ja? Das war bei Punkt 1 und 2 kann ich dir sehr gut folgen, das macht für mich viel Sinn, diese Management, Designkompetenz, Führung, Beziehungskompetenz. Beim Alltagsmanagement und bei Alltagsführung ist mir noch nicht ganz klar, was jetzt mit Strategien verbunden ist. Also im Sinne von, dass ich einfach im Alltag der Strategie folge und der Strategie nachlebe und eben diese nicht immer wieder verändere, das ist so gemeint. Es gibt, das ist ja jetzt auch dualisiert, es gibt da fließende Übergänge. Also es gibt, aber wenn wir zum Beispiel ein Curriculum neu designen und wir sagen, okay, wir müssen von der alten persönlichkeitslastigen Orientierung in allen Dimensionen uns weiterhin entwickeln zu dieser systemischen, wirklich gemeinschaftsorientierten Entwicklung, dann gibt es eine Phase der Innovation. Und das brauchen wir vielleicht 2 Jahre, um das wirklich auf den neuen Stand zu bringen. Aber wenn sich das auf dem Stand erstmal eingespielt hat, dann brauchen wir nicht dauernd ein neues Design. Dann hält uns das 5 Jahre. Dann brauchen wir eigentlich nur jemanden, der dafür sorgt, dass dieses neue Design genauso immer wieder gelebt wird. Es gibt aber natürlich im Rahmen der Rahmungen immer natürlich individuelle Prozesse, die kleine Designkompetenzen und das alles erfordern. Aber es braucht nicht die neuen großen Würfe. Jedes anspruchsvolle Arbeitsprojekt ist heute gleichzeitig ein Lernprojekt. Also wir zumindest, die wir hier sitzen, bewegen uns kaum in Berufen, bei denen die Leute einfach, was sie mal gelernt haben, ewig reproduzieren können. Sondern sie sind in einem zunehmenden Anteil der Berufslebenssituation in Situationen, in denen sie eigentlich nicht wissen, was man dafür alles braucht, in diesem Fall, selbst wenn sie im Prinzip ein großes Repertoire haben. Das heißt, sie müssen in hohem Maße in der Lage sein, selbst zu lernen und andere in Lerngemeinschaften einzubeziehen. Ihr habt da gestern einen ganz kleinen Ausschnitt von der Haltung gesehen, da, wie man so eine Lerngemeinschaft etabliert. Und die Didaktik von kreativem Arbeiten und kreativem Lernen kann ich eigentlich am Ende keine Unterschiede feststellen. Das heißt, die gesamten didaktischen Überlegungen, die wir für kreatives Lernen entwickeln, braucht man beim kreativen Arbeiten, auch weil kreatives Arbeiten immer auch Lernen ist. Das heißt, da wachsen Vorstellungen, didaktische Vorstellungen für Arbeitsbereiche, die wir bisher getrennt haben. Da ist Lernen, dann gibt es einen Transfer und dann ist dann Arbeiten. Ich kann diesen Unterschied nicht länger sinnvoll finden, sondern wir brauchen die gleiche Logik. Und die führt bei uns dazu, dass wir im exemplarischen Lernen, bei uns in den Curricula, eine Lernkultur aufbauen, die diese Leute als Regisseure von gemeinschaftlichem Lernen mit anderen mitnehmen können. Das heißt, sie lernen nicht nur selbst besser die Dinge zu bewältigen und zu kooperieren und mit anderen zusammen zu lernen, sondern sie lernen, andere im Lernen zu unterstützen und sogar, wenn Lernbedarf ist, Lernsituationen zu kreieren und die anderen, die da nicht eingeführt sind, anzuleiten, was man stabil halten muss, was man offen halten muss, wie man fokussiert, was eine angemessene Lerneinheitsgröße ist, was die Rollen dabei sind, die anders sind als in anderen Zusammenhängen und, und. Das heißt, es ist heute nicht nur so, dass die Menschen, die in Führungsfunktionen sind, dabei gleichzeitig Kulturentwickler werden müssen, sondern sie müssen eigentlich gleichzeitig Lernkulturentwickler und Regisseure werden. Und das ist der Grund, weshalb wir ganz viel kollegiales Lernen machen. Also wir führen unsere Teilnehmer
möglichst schnell dahin, dass sie selbst die Lernprozesse organisieren und steuern, mit denen sie gemeinsam miteinander lernen. Und deswegen arbeiten wir nur mit einem Lehrtrainer. Da heißt es oft, ja, woanders kriegen wir zwei, die versorgen uns besser. Und sagt, ja, darum geht es aber bei uns nicht. Wir brauchen ein Lehrtrainer reicht völlig, um die Lernkultur, dass ihr lernt, wie ihr miteinander lernen könnt und dass es eine gute Qualität kriegt, zu etablieren. Wir arbeiten sehr, sehr viel in Untergruppen. Wir arbeiten sehr viel damit, dass dann die Rollen verteilt werden und jemand, der die Regie über den Lernprozess übernommen hätte, es dann macht. Und nachdem die Regie über das Anliegen und wie mit dem Anliegen umgegangen wurde, das Feedback abgeschlossen ist, gehen wir auf eine andere Ebene und jetzt sprechen wir darüber, wie haben wir den Lernprozess organisiert. Wer hat sich wie in welchen Rollen in diesem Lernprozess geschlagen und wo hat es geknirscht und wo sind da Entwicklungen möglich und notwendig? Das heißt, wir versuchen das ganz ausdrücklich zu adressieren, weil auf die Dauer in den Unternehmen ja nicht immer ein Fachmann dabei sitzen kann, wenn Lernen stattfindet. Da sage ich gleich noch mehr dazu, was Systemlernen betrifft. Also, deswegen habe ich immer gesagt, Coaches sind, und das gilt für Translationsanalytiker oder Pädagogen und alles, sie sind eigentlich immer gleichzeitig Spezialisten für Lernen, und zwar für Lernen von Individuen wie von Gemeinschaften, und das ist zum Teil verschieden. Wenn man ganz gut Lernen beim Menschen beim individuellen Lernen helfen kann, ist man nicht automatisch gut darin, Gemeinschaften in lernende Gemeinschaften zu transformieren. Das erfordert noch viele spezifische Überlegungen und Kompetenzen. Aber die Unternehmen brauchen das. Und da gibt es heute viele Fragen, die wir auch neu beantworten müssen. Also wie viel persönliches Lernen ist dran und wie viel mediales Lernen? Und kann man das miteinander verknüpfen? Da arbeiten wir daran mit unserem Campus und dass die Leute in den Curricula, die kriegen ja danach einen Stick, wo alle ihre Audioaufnahmen sind, die kriegen, du könntest das wahrscheinlich besser erklären, die kriegen also allerlei Zugang, welche Papiere, welche Arbeitsfiguren dafür notwendig sind. Denen wird geholfen, dass sie sich untereinander vernetzen und das während des Curriculums beibehalten. Die werden angeleitet, wie man kollegiale Supervision organisiert und ein Stück wird auch sichergestellt, dass sie das in genügender Kontinuität auch wirklich tun. Also wir verwenden sehr viel Energie und wie das mit medialer Vernetzung kombiniert werden kann. Wir verwenden auch viel Energie darauf, das zu tun. Unterschiedliche Gruppen reagieren unterschiedlich darauf, glaube ich. Also so die Coaching-Gruppen haben es gerne ein bisschen mehr persönlich. Die OE-Gruppen sagen eher, ja, da gibt es aber heute andere Möglichkeiten medial. Warum nutzt ihr das nicht genug? Und wir müssen eine Variante entwickeln, die beide befriedigt und allen auch die Möglichkeit gibt, ihre Variante zu finden, mit der sie auch lernen können. Natürlich haben die Menschen, die Individuen wie auch die Gruppen, ganz verschiedene Lernstile. Auch da sollten wir nicht uniformieren. Das heißt, wir brauchen eine Didaktik, die eine Vielfalt von einander anschlussfähigen Lernformen bietet, bei der sich jeder raussuchen kann, was für ihn passt. Und trotzdem entstehen keine Glüppchen von Leuten, die untereinander sich für blöd finden. Sondern das hat ganz viele didaktische Konsequenzen, die ich jetzt gar nicht alle sagen kann, durch die Verteilung zum Beispiel von Spiegelungsgruppen, dass jeder mit jedem Mal in einer Spiegelungsgruppe sitzen muss im Laufe eines Jahres, das heißt zweimal. Und dass jeder weiß, ich muss jedem Mal in die Augen gucken. Ich kann nicht so mit ein paar, die ich gern mag, auf intim machen und die anderen, die ertrage ich schon auch noch. Also da gibt es sehr viele didaktische Überlegungen, die dann das ausmachen, was bei uns dann als unverwechselbare Lernkultur am Ende erlebt wird. Hat sehr viele Komponenten. Da gibt es dann so Thematiken, mit denen wir uns zum Beispiel beschäftigen. Was ist die angemessene Leitbilddistanz? Das ist ein Begriff von Peter Schellenbaum, einem Jungianer. Der sagt, es gibt eine optimale Distanz, wie weit jemand mir voraus sein kann, damit ich Lust habe und es vielversprechend finde, ihm nachzufolgen. Wenn jemand zu weit vorne ist,
dann gehe ich in Abwehrmechanismen. Entweder ich sage, lass den laufen, komme ich eh nie hin. Oder ich versuche, mich dort anzuflanschen durch Identifikation. Aber ich selbst komme da nicht hin, sondern ich versuche jetzt, das alles nachzublabbern, weil ich auch so sein möchte, aber begebe mich nicht wirklich auf den Weg. Also Bewunderung, die dann eigentlich zum Stillstand wird, wo dann der Kochlöffel dran ist mit dem Detachment. Also wer kann in solchen Gruppen wem auf eine angemessene Leitbilddistanz bieten? Wer kann sie an wem wie orientieren? Das sind zum Beispiel Konzepte, die uns dabei beschäftigen. Ist die Differenz zu gering, ist es nicht interessant genug. Dann lerne ich nicht genügend voneinander. Und ist sie zu groß, ist sie zu schwer zu überbrücken. Also es braucht eine Didaktik, eine Mentalität, eine Wahl, Ermutigung und Wahlfreiheit innerhalb der Gruppe, auch die Menschen zu finden, die einen gut tun. Nicht die man besonders toll findet, mit denen man aber nicht zusammenkommt, aber auch nicht die, mit denen man sich sehr schnell auf eine gemeinsame Stahlatmosphäre einigt, aber nicht wirklich was dazulernt. Und die Lehrtrainer müssen was lernen, darauf zu achten, und die Teilnehmer selbst auch. Dass sie kapieren, das ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir es uns nicht zu schwierig und nicht zu bequem machen, weil wir sonst nicht optimal lernen. Und dann machen wir immer wieder Analysen, wie lerne ich eigentlich? Und die Menschen lernen genauso verschieden, wie Menschen nur einmal sind. Es gibt keine alles flächendeckende Didaktik und richtige Lernkultur. Wie bei der Führungskultur auch. Was oft dann auch vernachlässigt wird, ist die Programmqualität. Also die Kontinuität über die Zeit, dass die Dinge in einem Programm, in einer Kulturvorstellung langsam entwickelt werden. Also ich sehe es am Beispiel an den Coaching-Weiterbildungen, die gelegentlich gemacht wird. Da ist jemand an der Uni oder so, der sagt, jetzt bieten wir auch eine Coaching-Weiterbildung an, und damit die interessant ist, kaufen wir alle bekannten Namen ein und setzen die einfach hintereinander. 6 Bausteine mit 6 bekannten Namen. Und die machen sich keine Gedanken darüber, dass jeder seine eigene Kultur und seine eigene Welt mitbringt und dass das nicht geeignet ist, notwendige kontinuierliche Betreuung für die Teilnehmer zu sichern. Sondern die werden wechselbadenmäßig immer wieder neu verzückt, was aber nicht unbedingt die beste Lernqualität ist. Und deswegen legen wir auch im Deutschen Bundesverband Coaching größten Wert auf Programmqualität, dass nicht nur die einzelnen Bausteine Qualität haben, das haben die in ihrer Weise immer, wenn es ein bekannter Name ist, sondern dass sie zusammen ein Programm geben, das kontinuierliches Lernen und das systematische Aufbau von neuen Lernkulturgewohnheiten sowohl bei den Einzelnen wie auch in der Gemeinschaft fördert und die dann wieder rollenspezifisch, feldspezifisch und all die Sachen, die wir kennen. Das sind 2 Bilder, die ich in Marokko aufgenommen habe, die zeigen, dass Modelllernen nicht unbedingt out ist und dass man sich auch nicht scheuen muss, einem anderen was vorzumachen und dem anderen Anteil zu haben an dem, was man für sich selbst gelernt hat. Wenn man nicht erwartet, dass es nur dumm nachmacht, sondern dass er, aber er kann es in sich aufnehmen als Vorlage. Und dann kann er, indem er versucht, das nachzuleben, rausfinden, was passt und nicht passt, und sein eigenes draus machen. Und da sind manche heute ein bisschen in der Ideologie, nein, nur was ich selber rausgefunden und gelernt habe, ist wirkliches Lernen. Ist aus meinen Augen eine Verblendung. So, von daher bemühen wir uns um eine Kombination von systemintelligenter Personenqualifizierung. Das heißt, wir qualifizieren die Personen so, dass sie dabei intelligentes Lernen bezogen auf die Systeme, für die sie das Lernen brauchen, üben. Also nicht irgendwas, sondern darauf bezogen. Und das Gegenstück dazu ist, dass wir Systeme so qualifizieren, dass sie für die Menschen, die in ihnen arbeiten und lernen, sensibel werden. Also es muss aber auch das System qualifiziert werden. Wenn ich nur Personen qualifiziere und annehme, die qualifizieren die Logik der Lernkultur in den System oder der Arbeitskultur, das finden die dann schon raus, wie man das zu machen hat. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein eigener Fokus. Wie muss sich das System verändern, dass die Veränderung der Einzelnen erstens zusammenmünden und zu einer Veränderung des Systems passen und die Veränderung des Systems dann weitertragen.
Das darf man aber natürlich nicht ohne Ansehen der Person, die dort sind, draufsetzen, sondern es muss eine personensensible Systemqualifizierung sein. Also was passt dort, was erreicht die Menschen, was tragen die? Das hat mit den Konzepten zu tun, mit der Zeit, die darauf verwendet wird, gemeinsam Meetings zu machen und zu lernen, mit der Intimität, die den Einzelnen dabei zugemutet wird und, und. Es gibt also ganz viele Kulturkomponenten, die man sich dann überlegen muss. Und es geht um das Zusammenspiel, wenn Lernen für Organisationen und Menschen nachhaltig sein soll. Die Erwartung an das Individuum als Agent der Kulturentwicklung sind in der Regel überspannt. Das ist eine Negativseite unserer Individualbefreiung, dass jetzt alles auf das geläuterte Individuum abgeladen wird. Die sollen alle das können und sollen dann ihre Systeme verändern. Aber man muss an den Systemen gleichzeitig und komplementär ansetzen, sonst haben die eine Riesenmühe und relativ wenig Chance. Ich nenne das... Darf ich mal nachfragen? Ich finde das ziemlich spannend. Und kannst du das im Kontext einbauen zu der Art von Ausbildung, die ein ISB anbietet? Weil dort kommen ja aus den Firmen die Mitarbeiter... Wir realisieren das noch nicht. Wir propagieren es aber und bereiten darauf vor und entwickeln unsere Didaktik, dass die das mitnehmen können, unsere Methoden sich eignen, dort im System mit den tatsächlich dort Betroffenen gemeinsam weiterzulernen. Das heißt, dass wir immer mehr die Teilnehmer als Agenten ausbilden des Lernens im System danach. Also ist deine Aussage mehr als Aspiration zu verstehen? Bitte? Deine Aussage ist mehr als Aspiration zu verstehen. Ja. Ja, also da sind wir ganz am Anfang. Aber ich propagiere das. Es braucht aber jetzt noch 20 Jahre, bis ich das durcharbeite. Muss man mitrechnen. Aber ich habe mir jetzt einen schönen Begriff dazu ausgedacht, Systemlernen. Habe auch gerade einen Aufsatz dazu geschrieben, der in der Organisationsentwicklung in der 4. Ausgabe dieses Jahres wohl erscheinen soll. Gewisse Ansätze gibt es bei uns schon insofern, als dass wir dadurch, dass wir viele Firmen als langjährige Entsender haben, wir haben Unternehmen, in denen bei uns schon 200 Leute durch unsere Ausbildung gelaufen sind, Daimler-Benz zum Beispiel. Und je länger das läuft, desto mehr vernetzen sich die Lernkultur, die da jeder mitbringt, oft punktuell natürlich, erst bei so einem riesen Jumbo am Arbeitsplatz. Sie erkennen einander und die greifen dann zurück auf das Repertoire, auf die Sprache, auf die Methodik, auf die Haltung, die sie am ISB gelernt haben. Und es entsteht von daher schon ein Stück Systemlerneffekt, weil da haben die dann zwei im Team, sind auf diese Weise Wieslocher und drei andere finden das interessant und überlassen den zwei die Kulturgestaltung und werden auf diese Weise entkulturiert. Und dann entsteht schon ein gewisses Systemlernen. Aber da sind wir wirklich am Anfang gestimmt. Das sind die Überschriften von dem Aufsatz, den ich noch ein bisschen überarbeiten muss, dass er dann erscheinen kann. Also es geht darum, als Team zu lernen, also als Verantwortungsgemeinschaft. Ihr erinnert euch an meine Definition von Team. Als die, die zusammen Verantwortung tragen. Gemeinsam lernen. Und an Beispielen... Und an Beispielen lernen. Also mit diesen Beispielen, die man gemeinsam erarbeitet, hat nicht nur für den Einzelnen Erfahrungs- und Kompetenzgewinn, sondern das System spielt sich auf eine neue Weise ein. Und wenn das Leute sind, die am Freitag zusammen lernen und am Montag wieder zusammen arbeiten, entsteht gar nicht so ein eigenes Transferproblem. Als wenn Einzelne kommen und am Montag ein neues Lied singen wollen, wo die anderen alle noch das alte singen. Also wann immer das möglich sein wird, finde ich, dass Bildungsspezialisten eigentlich immer mehr an den Ort, an dem Lernen und Arbeiten integriert stattfindet, hingehen sollten und mit den Betroffenen vor Ort Lernkultur entwickeln und nicht Individuen in Seminare rausholen und mit denen in der alten Mentalität von Bildung arbeiten sollten. Ja.
du da den Begriff der lernenden Organisation auf? Der wird ja seit Jahren propagiert. Ich erlebe, dass der im Moment sehr viel und sehr oft in Frage gestellt wird, ob Organisationen tatsächlich lernen können. Hier wäre ja dann die Organisation ein Stück weit durch System oder durch Systeme in der Organisation ersetzt. Was ist deine Haltung dazu? Ja, es stimmt, dass da habe ich im Aufsatz dazu geschrieben, wie zu fast allem. Es stimmt, dass eine Organisation als abstraktes Gebilde nicht lernen kann. Aber Menschen können in Rollenbezügen organisiert gemeinsam lernen. Und wenn du das lernende Organisation nennst, geht das natürlich. Aber da wurde eine völlig blödsinnig polarisierte Diskussion geführt, die wieder darin geändert hat, dass man am Ende doch nur das Individuum belehrt, anstatt dass man das Lernsystem entwickelt. Aber das kommt wieder. Das ist das Problem, jeder gute Gedanke wird erstmal frühreif kaputt gemacht. Und dann schläft er ein paar Jahre und dann fällt einem auf, das war eigentlich doch eine gute Idee, wir haben es nur saublöd angestellt, wollen wir es nicht nochmal probieren? Und vielleicht sind wir demnächst an dem Punkt. Ja? Ich kann nur ein bisschen dran aufhängen, ja? Dass du das System oder die Organisation als lernende Einheit gern gemeinsam bearbeitest. Und das zweimal jetzt gesagt, dass es deutlich vorteilhafter ist, als Individuen rauszuholen und die alleine lernen zu können. Ja. Also ich sehe in dem Alleinlernen den großen Vorteil, dass die auf eine große Spielwiese gesetzt werden, wo sie völlig gefahrlos ausprobieren können und auch Fehler machen können, ohne dass es Konsequenzen zurück in der Organisation hat. Und ja. Auch gleichzeitig mit Peers aus anderen Kontexten austauschen können. Und komplett offen mit ihnen sprechen können. Das habe ich, wenn ich mit Kollegen zu tun habe, mit denen ich sonst in Wechselwirkung auch bin, nicht unbedingt. Ja, das stimmt. Also dort, wo die Erfahrung mit dem Andersartigen wichtig ist fürs Lernen, da ist diese Form des Lernens mit Vertretern anderer Kulturen auch gut. Das Erste würde ich sagen, wenn die Kultur in der Organisation so ist, dass man nicht offen miteinander lernen kann, dann stimmt was an der Kultur der Organisation nicht. Das ist kein Gegenargument gegen gemeinschaftliches Lernen, sogar im Gegenteil. Wenn ich an immer mehr Inseln eine Lernkultur aufbaue, bei der die Menschen lernen, offen miteinander zu sprechen und sich auszutauschen, hat das sogar eine Wirkung auf die Organisationskultur. Also es ist auch ein Mittel, um Organisationskultur zu entwickeln, aber man muss natürlich mit Feingefühl damit umgehen. Also kann man diese Inseln genügend abzirkeln. Aber sehr oft gibt es sozusagen eine Kettenreaktion der Paranoia. Jeder denkt, bei uns kann man das nicht. Wenn ich dann mit einem anderen im Seminar treffe, dort können wir das, aber sonst geht es bei uns nicht. Und wir machen so oft die Erfahrung, dass wenn es didaktisch gut angeleitet und gerahmt ist, die Leute auch nicht zu einer unbedachten Intimität verleitet werden, sondern das rollenbezogen, aufgabenbezogen, das Lernen organisiert wird, dass dann man sehr wohl, dass sie merken, dass sie eine ganze Menge miteinander können, von dem sie nicht geglaubt haben, dass sie es miteinander können. Und dass diese Atmosphäre, die sie dann in der Lerngemeinschaft aufbauen und die Erfahrung, die sie machen, dass sie diese auch weiter verbreiten in die anderen Bezüge. Also es geht auch so rum. Und ich glaube, ohne das kriegen wir über Lernkulturentwicklung keine Kulturentwicklung hin. Aber man muss gucken, wo es geht. Aber dass wir es als Prinzip gar nicht versuchen, das wäre jammerschade, weil ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial in dem Ansatz. Ein Punkt, den du dort mit eingebaut hast, finde ich enorm wichtig. Solange es hart aufgabenbezogen ist, ja, da sehe ich genau auch diese Vorteile. Ja. Ja. Was zum Beispiel was Führung angeht, ja, da denke ich, wird es schwierig, wenn dann auch konkrete Fälle aus dem Führungsalltag in Supervision gebracht werden sollten. Ja, bin ich nicht so sicher. Also ich glaube, da haben auch wir ein paar Scheuklappen. Also es gibt sicher immer Beispiele, die belegen, dass das so ist und stimmig ist. Aber
Ein Fehler, den die meisten machen, ist, die fangen immer dort an, wo es am schwierigsten ist. Sie meinen, die es am meisten nötig haben, dort fange ich an mit Lernen. Das mache ich natürlich nicht. Wenn ich einem Unternehmen vorschlage, in der Beziehung Fortschritte zu machen, nehmen wir einen Bereich, in dem dieser Idee relativ nahe sind und in dem das auch nicht so gefährlich ist. Sodass sie erstmal Erfahrung damit machen können, dass man merkt, unter relativ guten Bedingungen funktioniert das und hat es Wirkung, wollen wir mehr davon. Und dann würden wir gucken, wohin können wir das ausweiten, Schritt für Schritt. Und fast immer werden uns dann Beispiele entgegengehalten, wo die Verhältnisse so unmöglich sind, dass man damit natürlich nichts erreicht. Aber das ist ein Killer-Argument. Das stimmt, die gibt's, aber es wäre dumm, dort anzufangen, obwohl manche Leute dort dafür die Dienstleistung einkaufen wollen, weil sie ein Problem gelöst haben wollen, das aber, wo die Differenz zwischen dem, was man im Moment schon kann und dem, was da ansteht, so groß ist, dass ich diese Distanz nicht überbrücken kann. Also es ist eine Frage auch der Strategie, wo und wie man anfängt. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, als wir heute glauben, Systemlernen zu befördern und darüber Leistungsfähigkeit und Kultur in Organisationen zu fördern. Im Übrigen glaube ich, ich habe gerade einen Kollegen, der Professor ist, gefragt, ob er mir eine Literaturstelle dazu nennen kann, weil die von der OE wollen dafür eine Literaturstelle. 80%, 90% von Lernen findet in den Zusammenhängen statt. Also das, was in Seminarlernen wirklich stattfindet, ich glaube, der Prozentsatz ist gar nicht so hoch. Also warum sollten wir als Lernspezialisten nicht was dafür tun, dass das programmatisch gewollt und in besserer Qualität geschieht und dass das Unternehmen kapiert, wie wichtig das für seine Entwicklung ist. Aber das ist noch ein langer Weg. Also im Moment versuche ich einfach, den Menschen auf die Idee heiß zu machen. Du hast jetzt so ein bisschen einen Satz gesagt, nur bei harter Aufgabenorientierung. Das ist aber schon wieder eine Ideologie, die da drin steckt. Warum muss Aufgabenorientierung hart sein? Ja, da wird schon wieder Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps Unterscheidung reingebracht. Eine kluge Aufgabenorientierung muss keine harte Aufgabenorientierung sein. Sage ich auch gleich noch was dazu. Also das ist wichtig, dass ich die Leute einlade, in ihren Rollen zu lernen, also nicht in ihrer gesamten Privatpersönlichkeit und aus ihren Welten auch nur das einzubringen in diesen Lernprozess, was im Unternehmensrahmen und zur Rolle zum Kontext passend ist. Das heißt, ich muss als Lernhelfer, darf ich auch nicht auf Dinge fokussieren, die in dem Rahmen die Intimitätsgrenzen überschreiten. Das heißt, ich brauche andere Konzepte und eine andere Didaktik, dass die Leute in den Rollen mit dem, was sie gefahrlos in professionellen Kontexten miteinander teilen können, dass sie damit auch wirkliche Lernfortschritte machen. Und das ist umso leichter möglich, umso weniger ich in Entblößung denke. Ja, sondern vielmehr Theatermetapher. Ne? Haben Sie ein Bild davon, wie der seine Rolle anders spielen müsste, damit das Spiel anders laufen würde und andere lieber mit ihm spielen würden? Das ist eine Frage nach Kooperation. Und wenn das in einem vernünftigen Rahmen ein Interview gemacht wird und die anderen hören sich das erstmal an, wir müssen gar nicht gleich auf einen heißen Stuhl und merken, ach, toll, das ist eigentlich darüber nachzudenken. Bei mir ist es ganz vielleicht anders gelagert, aber ich kann mir auch da was rausnehmen. Ich würde auch gerne mal so ein Gespräch führen. Und dann führen Sie erstmal so ein Gespräch mit dem Leiter, der das ganz gut strukturieren kann. Und nachdem die Leute jetzt genügend Gespräche dieser Art gehört haben, sagen sie, können wir uns eigentlich auch gegenseitig interviewen. Dann liefern wir ihnen didaktisches Material und zeigen ihnen, in welchen Rollen sie das machen können. Und so fangen wir dann an, Schritt für Schritt eine Lernkultur aufzubauen, die gar nichts Exotisches hat. Wenn es gut gemacht ist, hat es nicht die gleiche Atmosphäre wie diese Selbsterfahrungsgruppen, bei denen es um ganz viel Außerordentlichkeit geht. Ich habe eine Frage. Ja? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht immer darum, entweder das eine oder das andere tun. Also entweder das System lernt und ich bin für beides, aber Systemlernen gibt es noch kaum, deswegen halte ich jetzt dafür mal die Fahne hoch. Der Punkt 7 sagt ja so ein bisschen auch, dass ich kann auf der einen Seite mit Gruppen arbeiten, aber ich kann natürlich auch parallel bestimmte Dinge, die dann mehr das Individuum betreffen, auch anbieten. Auch, kann man auch machen. Klar. Und damit den Effekt in der Gruppe eventuell positiv verstärken. Ja, klar. Also bin nicht, rede jetzt vielleicht ein bisschen polarisierend, weil ich das gerade neu versuche rauszumeißeln, aber du hast völlig recht, natürlich. Es wird nur heute völlig übergewichtig Individuallernen befördert. Und das halte ich für eine
gigantische Ressourcenverschwendung. Da werden Milliarden für ausgegeben. Und wenn man sich überhaupt mit dem Transfer genug beschäftigt, dann kommt man da meist nicht zu super Ergebnissen. Aber das hat was mit der Logik dieses Lernens zu tun. Man setzt sich dort auf extrem dem aus, wie dieses Individuum in seiner Wirklichkeit kreiert und auch wahrnimmt. Ich habe oft das Gefühl, da fehlt einfach ein Stück weit von der Gesamtwirklichkeit. Und das ist das, was es dem Individuum später so schwer macht, alles umzusetzen. Weil es sehr Dinge gibt, die man nicht direkt beeinflussen kann. Ja, aber dann muss man sich überlegen, ob man die dann überhaupt zum Gegenstand des Lernprozesses macht oder ob man nicht von vornherein den Lernprozess dort ansetzt, wo die alle Fäden in der Hand haben, das System auch zu sein und zu beeinflussen. Aber eben, da passiert, glaube ich, häufig so nach dem Motto, man kann jedem helfen, ohne das dann vielleicht zu adressieren und abzugrenzen. Das, was du jetzt eigentlich möchtest, führt so weit, dass wir beide das nicht alleine machen können. Ja, also akustisch verstehe ich nicht alles, muss lauter reden, ich bin schon ein bisschen altersschwerhörig. Eben, das ist ja das, was du auch ein bisschen forderst, dass der Berater im richtigen Moment in den Klienten spiegelt, das, was du erreichen möchtest, können wir nicht wir beide alleine erreichen, sondern das muss eigentlich mit der Organisation passieren und das darf auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit in den Beratungsprozess vielleicht. Ja, klar. Und wen musst du mitbringen, damit ihr das Problem gemeinsam löst? Wer gehört damit auf die Bühne? Und kannst du die gewinnen, dass sie vielleicht an der Stelle was mit dir zusammen dazu lernen wollen? Nicht, dass du was dazu lernst und dann versuchst, das den anderen irgendwie beizubringen. Und wenn das zur Kultur im Unternehmen wird, dass jemand sagt, ich melde mich jetzt als in der nächsten, also wenn Lernen organisiert ist, ich melde mich jetzt als nächster Protagonist, dann gibt es immer anders, sagen, ja, okay, wie beschreibst du deinen Lernbedarf und wen brauchst du dafür? Und jetzt können wir mal gucken, kannst du die Leute, die du dafür brauchst, gewinnen? Vielleicht gewinnst du einen nicht, dann können wir eine Methodik aus der Aufstellungsarbeit übernehmen, dann nehmen wir dafür einen Stellvertreter. Und der, den du gebraucht hättest, der muss gar nichts tun, der kann aber mal zugucken, was passiert. Und kann das als Zaungast miterleben. Und nach einer Weile denkt er auch, ah, das sehe ich aber anders. Und dann geht er vielleicht doch in die Pit. Und dann entstehen auf diese Weise Lernprozesse. Und da gibt es ist insofern für uns ein bisschen unbequem, weil wir dann an den Ort des Geschehens müssen und nicht unsere Akademien aufbauen können, zu denen die Leute dann kommen. Das heißt, wir haben es ein bisschen unbequemer als Bildungsprotagonisten. Wir müssen nämlich dorthin, wo wir gebraucht werden. Ich persönlich muss das Gott sei Dank nicht mehr, ich bin jetzt in Rente. Aber ich kann es trotzdem ins Pflichtenheft schreiben. Ja, und wichtig dafür, ich habe das gerade schon gesagt, das ist ja auch durch die Diskussion aufgekommen, es muss begrenzt werden, was dort Gegenstand der Kommunikation sein kann. Und das lässt sich relativ leicht dadurch begrenzen, dass rollengemäß kommuniziert wird. Dass nur das, dass man lernt, eine Intimität miteinander aufzubauen, die nicht eine Privatintimität ist, sondern eine Transparenz für Hintergründe beim Ausüben einer Rolle. Und dass die Hintergründe auch nicht in den Vordergrund gezerrt werden. Und dass gelernt wird an konkreten Arbeitsbeispielen. Also ich bin da nicht unbedingt so ein Freund von Outdoor-Aktivitäten, wo die Leute jetzt ein Bungee-Jumping machen, das hat einen super gruppendynamischen Effekt, aber die Übertragung auf den Alltag der Zusammenarbeit, bin ich sehr skeptisch. Ich finde viel besser, wenn die sagen, okay, ihr müsst zusammen ein Problem, sehr komplexes Problem lösen. Dafür ist die Gruppe noch nicht bereit. Sucht euch mal ein Arbeitsbeispiel, wo ihr zusammenspielen müsst, aus dem wir ein Lerndesign machen können und probieren, ob wir eigentlich fit sind, das zu machen. Und dann lasst uns das beispielhaft mal inszenieren. Aber das Erfolgskriterium für eine Lernphase ist nicht, dass wir das Problem lösen, sondern dass wir kapieren, was wir dazu brauchen im Zusammenspiel, dass wir zusammen lernen. Und wenn auf diese Weise sich nach und nach eine gemeinsame Lernkultur einspielt, dann wird dieser Anteil, den wir dafür brauchen, überhaupt erstmal das gemeinsame Lernen zu lernen, immer kleiner. Und das, was für die Sache, für die wir lernen, rauskommt, dieser Anteil wird einfach mit der Zeit immer größer. Aber es braucht eine erhebliche Anfangsinvestition und die darf nicht dadurch kaputt gemacht werden, dass man sofort den Erfolg am Arbeitsbeispiel möchte. Sondern da ist das Arbeitsbeispiel nur ein didaktisches Mittel, um lernen zu lernen und Lernkultur gemeinsam zu entwickeln. Und es wäre natürlich toll, wenn Unternehmen das in den Alltag integrieren können. Wenn es in so einer Arbeitswoche, in einer Projektgruppe 2 Stunden geben,
die eine Lerninsel wären, wo die dann sagen, okay, ich habe gemerkt, da klemmt irgendwas. Ich will jetzt nicht das Problem lösen, sondern an dem Beispiel nochmal überlegen, wie können wir rausfinden, was das eigentlich ist und was wir lernen müssen und wer was wie lernen muss, damit wir Probleme dieser Art künftig vielleicht besser lösen. Und da ist auch nicht immer ein externer Berater dabei, sondern man kann dafür besonders interessierte Mitglieder der Organisation etwas Zusatz qualifizieren, dass die Lernregisseure, Lernhelfer bilden. Ähnlich wie das SAP im Coaching-Bereich gemacht hat. Die haben ein ziemlich kluges Modell gemacht. Die haben Leute, die sich für Coaching interessiert haben, die Möglichkeit gegeben, eine Coaching-Ausbildung zu machen, eine interne, und in 10% ihrer Arbeitszeit als Coaches im eigenen Unternehmen zu arbeiten. Und dann, ich weiß nicht, ob das jetzt noch am Leben geblieben ist, sie haben jetzt wieder eine neue Initiative gestartet, aber vor ein paar Jahren war das ein super System. Ich hab da auch mal Einblick nehmen können. Das war klasse, weil die hatten den Vorteil, dass sie Unternehmenskenntnisse hatten. Die wurden von anderen als Kollegen angesehen. Die waren aber in einer anderen Rolle und oft auch in anderen Abteilungen eingesetzt, sodass es mit ihren sonstigen Loyalitäten nicht in Konflikt kam. Und die Arbeit, ihre Chefs wussten, dass sie freistellen müssen für die Zeit. Das war auf Kosten des Unternehmens, auch die Ausbildung war auf Kosten des Unternehmens. Eine super Maßnahme, um Dienstleistungen dieser Art im Unternehmen relativ kostengünstig und kontextpassend bereitzustellen. Es ist ein Job-Enrichment, weil manche Leute fanden das toll, dass sie auch Coach sein dürfen. Und es wurde dadurch sehr viel Kulturentwicklung im eigenen Unternehmen gemacht, weil dadurch sehr viel qualifizierte Cross-Kommunikation zwischen den Bereichen entstanden ist. Und ich finde, sowas kann man genauso gut für Lernhelfer machen. Also dass zunehmend Leute nicht nur selbst lernen und sich gut beteiligen können als Lernkollegen und Lernregisseure, sondern dass sie einen vielleicht manchmal sogar zunehmenden Teil ihrer Berufsidentität und Arbeitszeit als Lernspezialisten in bestimmten Organisationen brauchen. Und das hilft denen, weil sie eine interessante Berufsentwicklung haben, und es hilft der Organisation. Ich weiß, es ist ein Beschreiben von Dingen am Horizont. Ich habe euch ja schon die Individualkompetenzformel genannt. Ich habe da jetzt dann noch eine Systemkompetenzformel obendrauf gesetzt. Und das ist nun mal Stichwort lernende Organisation. Eine Organisation ist dann lernkompetent, wenn erstens es ganz viele Einzelkompetenzen gibt, die koordinierbar sind. Also nicht jeder bei einer anderen Schule lernt und nachher babylonische Verwirrung ist. Und dass auch etwas dafür getan wird, dass diese Lernzuwächse koordiniert und ausgetauscht werden. Und dass etwas dafür getan wird, dass eine gemeinschaftliche Lernkultur des Weiterlernens im Unternehmen entsteht. Sodass alle zum Beispiel die Spielregeln von der Spiegelung kennen. Oder dass sie, wenn man eine kollegiale Supervision organisiert, wissen, welche Rollen es da gibt, wie der Ablauf ist, in welcher Reihenfolge man das aufsetzt und solche Dinge, wie man eine Reifegradprüfung macht. Die kennen alle die Kulturhilfsmittel und müssen nicht erst verstehen, was damit überhaupt gemeint ist. Das heißt, die können die Sprache und können gleich über etwas sprechen. Sie müssen nicht, während sie versuchen, über etwas zu sprechen, merken, dass sie ganz verschiedene Sprachen sprechen und das nicht koordiniert ist. Das heißt aber auch, wir brauchen zum Beispiel eine Personalentwicklung, die wirklich lernkulturkompetent ist, die nicht einfach irgendwelche Leute irgendwo zur Weiterbildung schickt und glaubt, wenn die dann nachher zurückkommen, können die zusammen das Unternehmen lernfähiger machen. Das glaube ich nicht. Sehr oft entstehen da Ideologiekriege und babylonische Verwirrung draus. Ja, und die Art von Lernkultur, die dadurch entsteht, die muss natürlich irgendwie zum Business passen. Also das kann nicht eine Sache allein der Personalentwicklung sein, sondern Arbeitsplanung, Organisationsentwicklung, die müssen die Notwendigkeit, dass zwischenrein Lernen immer wieder als Extrafokus für eine Zeit in den Vordergrund genommen werden muss und man guckt, wer hat da welchen Bedarf, was kann gemeinsam befriedigt werden und wer braucht Einzelnachhilfe, das muss Bestandteil der Steuerung der Organisation werden.
Und in dem Maße, wie das miteinander multipliziert wird, kann man sagen, am Ende gibt es dann eine Systemkompetenz in Sachen Lernen. Und eine Organisation, bei der ganz viele Leute gut vorqualifiziert sind und ganz viel dafür getan wird, dass die untereinander sich verständigen und sich wechselseitig weiterqualifizieren und dass sie ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Didaktik, Organisationsformen für das Organisieren von Lernen in Projekten, in der Organisationsentwicklung haben, hat eine Chance, diese enormen Anforderungen, die wir heute an Organisationen stellen, auch wirklich lernerisch zu bewältigen. Ja. Ist nicht vieles von dem, was zum Beispiel im Toyota-Modell gemacht wird. In was für einem Modell? Toyota-Modell, Lean-Management. Das hat solche Elemente. Das glaube ich gern. Also gerade Toyota hat das sehr stark, natürlich sehr stark auf den eigentlichen Business-Prozess fokussiert, aber schon sehr stark auch mit Leuten, die eigentlich dafür zuständig sind, das anzuschauen und Impulse aufzunehmen und umzusetzen. Ja. Also ich erhebe überhaupt nicht den Anspruch, dass ich etwas, was im Prinzip Neues propagiere. Wofür ich spreche, ist, dass man aus solchen Erfahrungen, die es verstreut gibt, eine Programmatik der Unternehmensentwicklung macht. Dass es wirklich Programm wird. Und es gibt ganz viele Elemente und ganz viele Menschen machen praktisch in der Beziehung schon sehr viele gute Sachen. Aber es ist dann wie in der TA. Überall gibt es Weiterentwicklungen, die werden aber nicht programmatisch integriert. Und ich finde es wichtig, daraus Programm zu machen. Und bei einer Stellenausschreibung muss dann auch stehen, dass derjenige die Verantwortung auch für ein lernendes System übernimmt. Und nicht nur für Kennzahlen. Aber okay, es dauert noch. Muss ich gerade mal überlegen. Jetzt werde ich langsam selbst ein bisschen dessen müde, mir zuzuhören. Sollen wir noch mal eine kurze Pause machen? Gut, und dann überlege ich mir noch mal, wie wir die Restzeit machen, dass wir müssen es auch nicht durchnudeln, wenn es nichts mehr hergibt. Ein dringender Rat an jeden Berater: Wenn es fertig ist, darfst du aufhören. Okay, wir machen wir denn jetzt bis um drei Pause. Also ich habe es ja gesagt, mein Gehirn läuft schon auf Reserve. Für eine Trance reicht es dann gleich immer noch, das geht auch auf Reserve. Jetzt will ich euch einfach nur noch einen kurzen Geschmack vom Dilemma-Thema auf die Zunge geben. Das ist eins der Konzepte, mit dem ich ja schon 86, vor 30 Jahren, dann einen Preis gekriegt habe. Und ein Dilemma ist eine Problemsituation, in der ich das Gefühl habe, egal wie ich es löse, es löst sich entweder nicht oder die Lösung ist unbefriedigend. Und egal wie rum ich es probiere, in der Logik der Herangehensweise liegt eigentlich die Unlösbarkeit schon drin. Und wenn ich die Unlösbarkeit nicht entdecke, finde ich keinen Weg heraus. Und Hintergrund dafür war für mich, dass ich, glaube ich, in einigen Dilemmata gesteckt bin selbst oder Patienten, als ich noch Kliniker war, in Dilemmata gesehen habe und gemerkt habe, dass die zusätzlich geplagt worden sind von ihren Therapeuten, weil sie die Lösung, die die Therapeuten für das Problem gesehen haben, nicht akzeptieren wollten und die Vorgehensweisen. Und das passiert leider sehr oft, dass dann eigentlich unterschwellig die Schuld am Nicht-Lösen-Können der Sache dann dem Klienten zugeschoben wird und das auch als eine Unwilligkeit etikettiert wird. Und das stürzt diese umso mehr in Verzweiflung. Und ich habe deswegen versucht, eigentlich diese Stadien dieser Unlösbarkeit zu beschreiben und vor allen Dingen die verschiedenen Stadien des damit Ringens. Und entweder ich halte mich dann von dem Problem fern, für das ich keine Lösung habe, dann habe ich eine relative Ruhe. Das ist das Vermeiden oder Leugnen des Themas.
Zum Beispiel, wenn ich Partnerschaftsprobleme habe, solange ich allein lebe, habe ich die Probleme nicht. Aber irgendwann probiere ich es dann doch wieder und schon aktivieren sich wieder die Bezugsrahmen, innerhalb deren ich eigentlich, so wie ich Partnerschaft für mich gestalten will, nicht gestalten kann. Und trotzdem probiere ich es irgendwie und diese Phase, habe ich dann Strampeln genannt, Aktivität, ohne dass es darf, dass die Rahmenbedingungen gegeben sind, dass es wirklich auf diese Weise sich lösen kann. Also dieses Strampeln. Und viele Menschen kennen das Gefühl, dass sie in bestimmten Themenbereichen eigentlich sich abmühen, weil was anderes fällt ihnen nicht ein. Aber wenn sie in sich hereinspüren würden, merken sie, dass sie eigentlich keine Zuversicht haben, dass sie auf diese Weise irgendwo hinkommen. Das heißt, die ignorieren die unterschwellige Verzweiflung, die mit dem Strampeln verwaltet wird. Und weil man nicht dauernd strampeln kann, lässt man zwischendrin die ganze Schose los, schaltet erschöpft ab. Aber an dem Bezugsrahmen, aufgrund deren die Sache unlösbar ist, hat sich dadurch nichts geändert. Und nach einer Weile der Erschöpfung, bedrängt sich, wird krank, Migräne, irgendwas, rappelt man sich wieder auf und geht wieder zurück in das Strampeln, was aber die Sache nicht löst, weil der Bezugsrahmen dadurch ja nicht in Frage gestellt wird, der dafür sorgt, dass die Sache unlösbar bleibt. Also es gibt für Dilemmata eine Möglichkeit, ein Gleichungssystem zu identifizieren, aufgrund dessen, das unlösbar ist. Da gibt es diesen Aufsatz von Jäger und mir zusammen, ich will das jetzt inhaltlich gar nicht groß ausführen. Aber das Entscheidende ist, dass ich dann nicht innerhalb des Bezugsrahmens nach Lösung suche, sondern den Bezugsrahmen angucke und zu sagen, wo liegen die Unlösbarkeiten, wo sitzen die Gleichsetzungen, aufgrund deren ich, solange ich zum Beispiel, wenn meine Frau ihren eigenen Raum haben will, ich das als Liebesentzug für mich identifiziere in meinem Bezugsrahmen, solange gibt es keinen guten Weg, die Distanzierung meiner Frau sehr gerne in unseren gemeinsamen Lebensstil einzubauen. Das heißt, ich muss viele Bezugsrahmen, Logiken, aufgrund deren mein Verhalten und meine Gefühle in den Dilemma-Zirkel führen, nochmal neu von außen angucken und sagen, das muss anders konstelliert werden und dann wird die Sache lösbar. Es gibt ja der Matthias Wager von Kibet, den kennt vielleicht manche, der Logikprofessor, der sich mit Dilemmata beschäftigt, der hat ja 72 verschiedene Typen von Dilemmata entdeckt, der ist auch Logikprofessor. Also der hat es versucht, sozusagen auf dieser Ebene zu lösen. Ich habe gesagt, es ist der Psyche eigentlich relativ egal, welche Logik das Logikproblem hat. Ich habe eine andere Art von Diagnostik angeboten. Ich merke nämlich, in welchem Zustand ich bin. Bin ich im Strampeln oder bin ich im erschöpft Abschalten? Habe ich das Gefühl, ich lasse das jetzt mal beiseite, weil mir es zu anstrengend ist? Oder gerade ich in Verzweiflung? Und Verzweiflung ist die richtige Emotion. Ich habe immer gesagt, ich glaube nicht, dass es sinnlose Emotionen gibt. Verzweiflung macht eine Unlösbarkeit, markiert eine Unlösbarkeit. Dort, wo ich verzweifelt bin, gibt es keine Lösung. Das heißt, wenn ich in einem zunehmenden Beratungsprozess oder in einer Beziehung merke, dass ich zunehmend unterschwellig eigentlich verzweifelt bin, das kann auch leise Resignation sein, das muss nicht lautschreiende Verzweiflung sein, müsste mir das eigentlich signalisieren, wir sind jetzt, ich agiere unter Bedingungen, unter denen es für das, was mir wichtig ist, eigentlich keine Lösung gibt. Wir müssen die Bedingungen nochmal neu angucken. Insofern ist von den Emotionen her die Verzweiflung anzuerkennen die wichtige Ausgangslage, dass ich aus diesem Dilemma-Zirkel rauskomme. Das Problem ist aber, dass die meisten Menschen Verzweiflung nicht mögen, weil Verzweiflung, und jetzt sind wir in einem Meta-Dilemma, Verzweiflung sagt, wenn ich die Verzweiflung anerkenne, gebe ich auch die Hoffnung auf Lösbarkeit auf, was eine falsche Gleichsetzung ist. Das heißt, wir müssen Techniken entwickeln, wie ein Mensch rechtzeitig und gemäßigt verzweifeln kann, ohne das Gefühl zu haben, es ist bodenlos, damit er in der Lage ist, die Rahmenbedingungen, aufgrund deren er sich im Dilemma-Zirkel bewegt und damit ständig Verzweiflung verwaltet, um die mal angucken zu können. Und da gibt es Arbeitsbeispiele dafür. Ja,
Und das ist eigentlich mein Beitrag zur Verzweiflung. Also es geht über das Identifizieren von Gemütszuständen, nicht über das Identifizieren von Logiken. Manchmal lösen sich Dilemmata ganz von selbst auf. Da weiß man hinterher eigentlich nicht mehr, wo war es eigentlich das Problem. Also ein Dilemma im Arbeiten mit Dilemmata ist, dass erst wollen es die Leute nicht sehen und wenn sie draußen sind, interessiert sie es nicht mehr. Das heißt, es ist sehr schwer, da ein kontrolliertes Lernen bezogen auf Dilemmata stattfinden zu lassen. Also das sind jetzt einfach nur mal ein paar Stichworte zum Thema Dilemma. Ich habe hier ein paar chancenreiche Haltungen formuliert. Erstens ist, wir müssen lernen, Verzweiflung anzunehmen. Und das mache ich, wenn ich in einer Beratung merke, zunehmend, oh, jetzt kriege ich ein ungutes Gefühl. Das ist eine subtile Verzweiflung. Auf der Ebene, auf der wir arbeiten, kommen wir nirgends hin, aber ich weiß auch keine andere im Moment. Und dann gehe ich mit der Verzweiflung um. Weil ich, je länger das dauert, immer mehr in diese Dynamik sonst rein gerade. Wichtig ist, dass ich im Prinzip bereit bin, einen Verlust zu akzeptieren, örtlich und zeitlich entzerren, zum Wesentlichen und zum menschlichen Maß zurückfinden. Also ich glaube, ich kann in der Kürze, die wir jetzt haben, nicht weiter auf dieses Konzept eingehen. Nur auf eines will ich noch hinweisen. Nur auf eines will ich noch hinweisen, auf den Zusammenhang von Komplexitätsmanagement und Dilemmata. Also manche Dinge sind komplex, aber eigentlich lösbar. Aber je länger sie ungelöst bleiben und immer die Komplexität immer größer wird, entstehen aus bewältigbaren und komplexen Themen zunehmend Dilemma-Probleme. Und man gerät dann in diesen Dilemma-Zirkel. Also wenn ich eine gute Kultur des Komplexitätsmanagements fördere, fördere ich auch, dass immer weniger Runden in Dilemmata-Zirkel gedreht werden. Meine Frage, was ist deiner Meinung nach, es gibt ja immer mehr, dass Burnout oder psychische Überbelastungen und Erschöpfungsdepressionen wird ja immer mehr, oder? Da gibt es ja ganz viele Theorien, was es sein kann, warum die Menschen heutzutage so reagieren. Ist das ein Phänomen von unserer heutigen Zeit oder gab es das schon immer, aber es wurde anders benannt? Oder? Vor allem ein bisschen. Ich glaube, ich kann jetzt in einer Minute auf so eine komplexe Frage nicht eingehen. Ich merke eh, dass ich nicht mehr besonders fit bin, also deswegen suche ich jetzt eher den Landepunkt. Mir ist aber wichtig, war mir an dem Punkt einfach nochmal, dass wenn wir Kulturen entwickeln, die auf eine gute Weise rechtzeitig mit Komplexität gut umgehen, dann verhüten wir sehr viel Verzweiflungsaktionen und sehr viel Verwaltung von Verzweiflung auf eine relativ blinde Weise. Und dann gibt es ein paar verwandte Begriffe, auf die ich jetzt nicht eingehe. Dazu gibt es Aufsätze, aber falls euch das interessiert, das sind Kontrolldynamiken, Organisation und Treibsand. Treibsand nennen wir Wirklichkeitskonstruktion, dass egal wo ich irgendwas festmachen möchte, alles zerbröselt mir sofort wieder. Wir sind zu diesem Konzept gekommen in der Behandlung von psychotischen Familien. Und fiktive Wirklichkeiten. Es gibt viele Unternehmen, die produzieren Fiktionen und haben kein System zu merken, dass es Fiktionen sind. Empirische Überprüfung gehört nicht dazu, um mit Wirklichkeit umzugehen. Kann ich jetzt an der Stelle auch nicht weiter ausführen, sondern ich gehe direkt in eine Senkung meiner Stimmlage, um euch einzuladen, eure Schreibutensilien loszulassen. Und vielleicht habt ihr ja das gleiche Bedürfnis wie ich nach dieser doch insgesamt strapaziösen Zeit, die ja bestimmt vieles Inspirierende gebracht hat, einen aber trotzdem fertig macht, jetzt einfach erstmal loszulassen. Mit dem Vertrauen, kann ich alles dem großen Strom hinter mir anvertrauen, ich muss das nicht festnageln. Die Seele erkennt, was für sie wichtig ist und wird es mir wieder anbieten. Das ist doch eigentlich auch ganz erleichternd.
Wahrscheinlich erinnert ihr euch an unseren Einstieg in die letzte geleitete Fantasie. Auch da habt ihr den Ventilator gehört. Jetzt hört ihr ihn wieder. Und er kann sich ruhig drehen. Ihr braucht auch nicht drum sorgen. Die Welt dreht sich auch, ohne dass ihr euch drum sorgt. Und diese ganzen vielen Dinge, die jetzt auch auf euch eingeströmt sind und auf die ihr euch irgendwie einerseits beziehen wollt, andererseits wahrscheinlich auch keine Kraft mehr dazu habt, die könnt ihr jetzt einfach mal loslassen. Vielleicht in den Körper reinspüren. Reinspüren. In den letzten 2 Tagen gab es da Momente, die besondere Resonanz in euch ausgelöst haben. Vielleicht fällt euch das ein oder andere da wieder ein. Vielleicht seid ihr auch parallel in euren inneren Bildern, in euren Welten unterwegs gewesen und es gab Szenen, die euch da besonders beschäftigt haben, wo ihr irgendwie Zusammenhänge vermutet, mit denen ihr vielleicht noch umgehen wollt. Andere Erlebnisse am Rande in diesen 2 Tagen, die irgendwie auch dazugehören. Vielleicht Momente der Begegnung in inneren Bildern oder draußen mit den anderen. Und jetzt ist das Seminar gleich zu Ende. Ihr stellt euch vor, ja, ihr seid schon gegangen, ihr seid schon auf der Heimreise. Und vielleicht kommt euch dann noch was in Sinn, was eigentlich noch dazugehört hätte. Das eine oder andere, was ihr vielleicht noch tun und sagen wolltet, aber irgendwie versäumt habt. Und dann ist gut zu wissen, dass das Seminar ja noch gar nicht zu Ende ist und dass es gleich noch Gelegenheit sein wird, das, was ihr noch tun und sagen wollt, auch zu tun. Gleichzeitig fallen euch vielleicht die Welten ein, in die ihr jetzt zurückkehrt, wenn ihr wieder nach Hause kommt oder wohin ihr auch geht, welche Menschen ihr dort treffen werdet und was in deren Leben wohl wichtig war. Einerseits ist es gut, wenn ihr euch dafür interessiert, was in deren Leben wichtig war. Denn vermutlich werden die ihr Leben und ihre Erlebensweise auch nicht weniger wichtig finden, als das, was du im Seminar erlebt hast. Aber andererseits willst du vielleicht auch ihnen was vermitteln, was diese 2 Tage für dich so oft in der ersten Rückblick, was sie bedeutet haben. Und du könntest dir vorstellen, dass du ein bisschen erzählst oder versuchst, solchen das zu vermitteln, von denen man hoffen kann, dass sie verstehen.
und hör dir zu und schau dir zu. Und vielleicht hast du auch Bilder über die Resonanzen, die du kriegst. Und was das wiederum in dir auslöst. Es steht also jetzt ein Weltenwechsel an. Andere Bühnen, andere Spiele, andere Rollen, vielleicht auch ein anderer Stil. Aber noch ist es nicht so weit, noch ist es erst ein Entwurf in den inneren Bildern. Und tatsächlich bist du noch in diesem Seminarraum und es sind noch einige Minuten. Und es gibt noch die Möglichkeit, das gerade Erlebte mit einer Nachbarin, einem Nachbarn auszutauschen. Und dafür ist es gut, wenn du langsam einen die Außenaufmerksamkeit immer größer werden lässt, aber mit dir bringst die Erinnerung und das, was du vielleicht teilen möchtest mit anderen. Und vieles wird vielleicht jetzt erst in den nächsten Tagen auftauchen aus den Hintergründen. Darüber brauchst du dir jetzt noch keine Sorgen zu machen. Und ich weiß nicht, ob du schon wieder den Ventilator hörst. Und jeder findet seinen eigenen Rhythmus. In deine Tag- und Außenorientierung zurückzufinden. Das oft äußert sich das in ersten Bewegungen im Körper, Veränderungen im Atemmuster und irgendwann auch im Öffnen der Augen und mal umschauen. Immer gut in Kontakt mit dem, was gerade war, damit der Faden nicht reißt. Ja, nun lass dich eine andere Person finden und nehmt euch zusammen 10 Minuten noch für den Austausch über das, was du gerade erlebt hast und wie es dir dabei gegangen ist. Und wenn du magst, auch Bezug zu den 2 Tagen. Euch überlassen. Wenn ihr euch zu dritt zusammensetzt, hat jeder nur 3 Minuten. Wenn ihr zu zweit zusammensitzt, hat jeder 5 Minuten. Entscheidet darüber. Und dann findet eure Gesprächspartner. Ja, vielen Dank, dass ihr so prompt reagiert auf die kleinen Signale. Eine sehr sensible Kultur hier. Ja, wir haben noch 14 Minuten, uns einfach zu sagen, was zu sagen ist, bevor unsere Wege sich wieder trennen. Das überlasse ich euch, ob ihr aus der Fantasie noch was erzählen wollt oder was immer euch beschäftigt. Ich bin da ganz offen. Ich brauche keine Huldigung. Resonanz gerne, wenn ihr sagen wollt, was wirklich was in euch ausgelöst hat. Aber auch, und zwar in jeder Hinsicht. Ne? Es geht ja nicht darum, nur noch einen großen Schlag Sahne zu kriegen. Mir ist wiederholt ein Wort begegnet. Ich glaube, ihr habt es nicht gebraucht im Seminar. Es ist immer gekommen und ich
über jetzt das, was da so reinkommt, irgendetwas zu tun damit. Deshalb schenke ich es dir, wenn du es magst. Und das ist das erst gucken. Wohltätigkeit. Bitte? Wohltätigkeit. Aha. Ich habe das so empfunden, also dieses wohltätig sein und die Dinge so zu spenden und zu geben und in die Welt zu pflanzen irgendwo. Und das freut mich, dass ich da das so erleben durfte oder dieses Wort auch finden durfte. Ich nehme es gerne für mich auch mit und möchte es auch irgendwo weitergeben. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dir manchmal in der Cloud begegnen könnte. Ah, ja. Wollen wir ein Erkennungszeichen verabreden? Ja, danke schön, nehme ich gerne. Ich nehme diesen Satz mit: Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Und ich habe ganz viele solche Informationen erhalten. Danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Ich fühlte mich kognitiv von dir sehr herausgefordert. Ich bin Renner, ich komme ja aus der Bildung, aber ich habe gemerkt, puh, da muss ich ganz schön, habe immer versucht zu verknüpfen und irgendwann habe ich mich mal zurückgelehnt und habe gedacht, na, es kommt dann schon irgendwie. Das nehme ich erstmal mit, oder? Dass man nicht immer gleich alles verstehen muss, sondern dass es einfach mal Zeit braucht, dass es sich da entwickelt und irgendwas macht. Und ich nehme, ich habe ganz viele. Ich habe Lust auf mehr. Ich möchte jetzt mehr. Ich habe so ein paar Sachen mitgenommen, wo ich denke, oh, das würde ich ganz gerne mitten im Betrieb mir anschauen oder mein Führungsbereich gerne mal anzuschauen, mal wieder zu kontrollieren und so weiter. Und schon allein das ist alles wert und dafür möchte ich dir auch danken. Und vielleicht, wer weiß, mal ein DSB, mal gucken. Ja. Ich so schön gefunden habe, oder schön zu Beginn, gestern hattest du von deiner Begegnung mit Vanita Ingisch, glaube ich, erzählt, wo du sie gefragt hast, ob die Welt nicht mal quasi ein besserer Ort werden könnte. Und sie machte so. Und heute Morgen, als der Dialog von dem Investor mit dem Geld und das meinte ich zu sehen, dass du da immer noch ein bisschen die Hoffnung hast auf eine bessere Welt und dass du etwas bewirken kannst dafür. Und das habe ich wunderschön gefunden, dass vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich habe das Gefühl, das zu sehen und habe das einfach sehr schön gefunden und dass du so dafür stehst und dahinter stehst mit einer sehr einer Wärme, einer Menschlichkeit, die ich bewundere und die ich mitnehme. Dankeschön. Ja, ich bin ein bekennender Gutmensch. Obwohl das heute Schimpfwort geworden ist. Aber ich will wirklich ein guter Mensch sein. Das hat mich sehr inspiriert, ja? Diese Herzlichkeit oder Wohltätigkeit oder was ist das? Was ich mitnehme, ist schon das Thema Haltungen, Mythen, dass die Organisation wie der Mensch einfach im Verhalten noch nicht fertig ist, dass es dort weitergeht und dass gerade diese Themen, das du auch angesprochen hast, deswegen fühle ich mich jetzt gerade in den Ball aufgenommen, dass es auch weitergeht in der Entwicklung der Welt des Menschen und dass wir da auch mit Verantwortung tragen dürfen. Mhm. Nehme ich die Fragen auf. Diese menschenkompetenten Systeme, das finde ich sehr, ich finde das eine super Idee. It's a very powerful idea. Okay. Um,
kann in so viele Richtungen zertifiziert sein, ISO zertifiziert, das und dies, und menschenkompetent. Ich glaube, es ist ein new movement. Mhm. Ja, natürlich möchte ich auch in dem Cloud erleben, weiter wohnen. Es gibt so CEO as a kind of presence, ja, schon diese Potency, Permission, was ist das Wort? Mhm. Protection. Ja. So, solche Presence, ja, für Lernregister in den Fernen. Mhm. Ich möchte ich schon, ja, connected bleiben. Ich möchte dir für die Freiheit oder für die Erlaubnis, oder du hast das Segen genannt, für den Segen danken, dass ich frei bin, selbst zu denken, und habe das ganz stark gespürt und nehme es so mit. Nämlich die Bühnen des Lebens sind. Die Bühnen des Lebens als Bild und die Scheinwerfer. Dass, wenn zu viele Scheinwerfer angezündet sind, sich die Kontraste verlieren. Dass ich auch die Scheinwerfer ab und zu aktivieren darf und den Fokus bei der Fotografie, was mein Hobby ist, darauf richten. Und die Bühnen des Lebens, die mir die Leichtigkeit verleihen, auch wieder mal von einer Bühne wegzuspringen. Die Seele wurde sehr berührt. Ach, schön. Ja, was ich mitnehme, ist, dass es einerseits hilfreich sein kann, Ziele zu haben, andererseits aber auch hilfreich ist, einen Sinn dafür zu entwickeln, ob man auf die richtige Weise unterwegs ist. Also das hat mich ja sehr inspiriert und irgendwie erleichtert. Ja. Vielen Dank dafür. Ich bin mit einigen Modellen von dir bereits unterwegs und habe sie freudig wieder erlebt, das Drei-Welten-Modell, das ich öfters benutze, und auch die Verantwortung, das Antwortgeben, das hat mich völlig verblüfft, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe. Mhm. Also ein schönes Bild. Schön. Für mich war es ein sehr bereichernder und interessanter Flug über so eine Welt, die ich faszinierend finde. Ich wäre manchmal gerne gelandet noch und hätte mehr noch ausgekundschaftet und verbunden mit meiner Lebenswelt. Das möchte ich noch tun, unbedingt jetzt im Nachhinein. Und was mir auch geholfen hat, was mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist, diese Geschichte mit dem Blabla. Ich bewundere das so, wie du da sprichst und so viel weißt, ein so riesiges Wissen. Und ich merke, es kommt einiges bei mir an, ein Bruchteil von dem, was du sagst, und doch irgendwo die Hoffnung, ich glaube, das arbeitet weiter in mir. Und das Vertrauen darauf, dass ich nicht alles sofort verstehen und verdauen können muss. Das hat mir geholfen. Danke. Ja, ich möchte auch noch mich bedanken bei Johanna und Katrin. Vielen Dank, dass ihr mir die Bühne angeboten habt und mich so freundlich und interessiert an unseren Dingen eingeladen habt. War es für mich eine runde Gelegenheit. Wie zum Schluss ist mir ein bisschen die Batterie ausgegangen, aber ich finde es
Ganz toll und danke euch sehr für euer Engagement für die Sache. Und ich habe ja gehört, was ihr selbst auch alles in eurem Umfeld Gutes tut. Und ich wünsche euch allen Segen, das weiterzutun. Ganz herzlichen Dank, Bernd. Ich freue mich natürlich sehr, dass wir dich gewinnen konnten, dass du noch zu uns nach Zürich gekommen bist. Einerseits den Weg auf dich genommen hast, auch nochmals, dass dir das auch reiflich überlegt. Mag ich da nochmals in die TA so eintauchen, das so aufzuarbeiten, dass du das genutzt hast und uns so zur Verfügung gestellt hast, in einer hohen Dichte. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir ganz vieles auch noch in deinem Fundus oder in eurem Fundus, das sind ja auch deine Mitarbeitenden oder auch Nachfolgenden, darf man glaube ich sagen, die das jetzt weiter verwalten und dafür sorgen, dass das erhalten bleibt. Das ist ein ganz großes Anliegen von dir. Etwas anderes, was ich mitnehme, ist so der Kulturgedanke. Und wir sind gestern miteinander noch im Gartenrestaurant gesessen und ich weiß inzwischen, das habe ich dann gestern gelernt, über dich, dass du auch gerne Bier trinkst. Das stimmt. Ja. Und ich weiß, dass du besonders das Helle magst. Ja. Das ist das eine. Das heißt Kopf ab. Das wünsche ich dir nicht unbedingt. Das soll noch eine Weile dranbleiben. Ein helles. Helles kann auch bedeuten, etwas aufhellen. Und zwischendurch gibt es eben halt auch das, was noch trüb ist. Ja. Ich weiß nicht, ob du dann beim Hellen bleibst oder jemanden von ihnen einlädst, das Trübe zu trinken. Nein, nein. Du experimentierst und ein drittes, da bin ich dann etwas ratlos geblieben mit meiner Assoziation, das ist schlichter Weizen. Halt ein Bestandteil und Punkt. Gut. Ja. Ein Weizenbier. Ein Weizenbier. Super. Genau. Das ist von einer kleinen war eine kleine Brauerei vor 5-6 Jahren in Winterthur, wo ich jetzt wohne. Und ich finde es ganz spannend zu beobachten, wie sich so ein kleines Unternehmen, die haben in einem Keller angefangen, zu einem recht großen Unternehmen expandiert haben und inzwischen sehr breit aufgestellt sind. Finde ich auch halt einfach bemerkenswert, wie Unternehmen sich entwickeln. Und du hast heute immer mal wieder auch den Blick darauf gerichtet, was passiert in Systemen. Das kann ein Produkt sein. Dankeschön. Und ich hoffe, es schmeckt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Dankeschön.